Eind januari introduceerde Stihl in haar eigen Stihl Arena in Hamburg de nieuwe 4 tot 8 tons RX-70 serie met verbrandingsmotor. Geheel op de kenmerkende Stihl-wijze ging dat gepaard met een wervelende show en boeiende productpresentaties. Ruim 100 Europese vakjournalisten waren daar getuigen van. De boodschap van Stihl is helder. Power en snelheid hebben dergelijke trucs vaak allemaal, maar een lage emissie, nauwkeurig doseerbare kracht en een ergonomische werkplek zijn meestal ver te zoeken. De nieuwe RX-70 brengt daar verandering in. Basis voor het succes van de 4 tot 5 ton en 6 tot 8 ton trucks zijn nieuwe, zeer schone Deutz dieselmotoren die voldoen aan de strenge emissienorm Stage 3B. Ze zorgen voor het vermogen van de unieke hybride diesel-elektrische aandrijving van Stihl. Hierdoor rijden ze even fijngevoelig als elektrische heftrucks. Stihl is trots op zijn grote nieuwe trucks, horen we van Bert-Jan Knoef, voorzitter van de Stihl-directie. Knoef is Nederlander van origine, al is hij inmiddels aardig verduitst. We vragen hem wat de trucks voor Stihl betekenen. Het betekent voor ons heel veel. Want waarom? We hebben eigenlijk in 2004 zijn we begonnen met het totale vernieuwen van ons productportfolio. En eigenlijk dit is eigenlijk de laatste stap. Want dit zijn de laatste trucks die eigenlijk nog in de oude design, oude motoren waren. En natuurlijk door de introductie van deze nieuwe trucks, de 6-8 tonnen, RX-70 en de 4-5 tonnen, hebben we eigenlijk het complete programma van onze vorkheftrucks en warehouse techniek compleet omgesteld. En dit zijn de nieuwe telgen en daar zijn we natuurlijk verdomd trots op. Ja. Die bedeuten voor ons dat we jetzt vor allen Dingen eine Technik im Markt haben, die die aktuellen Anforderungen an die Abgasgesetzgebung erfüllt. Das war der Hauptgrund und der Haupttreiber, warum wir diese beiden Fahrzeuge jetzt genau zu diesem Zeitpunkt in den Markt bringen müssen. Insbesondere hat uns daran oder hat das nach vorne getragen, dass wir völlig neue Motoren einbauen mussten, die mit einer ganz komplett neuen Abgastechnik ausgestattet sind. Und diese Abgastechnik in die Fahrzeuge zu implementieren, das war mit einer der Hauptentwicklungspunkte. Diese Kabine ist weitgehend übernommen von unseren Elektrostaplern. Das haben wir ganz bewusst gemacht, wenn wir Flotten haben, in denen wir Elektrostapler und verbrennungsmotorische Stapler einsetzen und die Fahrer wechselweise von einem Gerät auf das andere gehen, dann sollen sie einen gleichen Arbeitsplatz wiederfinden. Wir finden also hier alle Komponenten, die wir im Elektrostapler auch finden. Wir haben einen großen Vorteil. Wir haben unten einen sehr viel größeren Fußraum, weil die Motorhaube kleiner sein kann als die Abdeckung einer Batterie. Das ermöglicht uns, dass wir einen sehr schönen großen Fußraum machen. Wir haben die Hubgerüste von dem Vorgängerfahrzeug übernommen, weil wir sie gerade für das Vorgängerfahrzeug neu entwickelt haben. Hierbei gilt es besonders zwei Dinge zu beachten. Zum einen die sehr kompakte Bauweise, sodass ich ein schmales Paket von Profilstangen habe. Und das zweite, was besonders wichtig ist, wir sehen hier in diesem Fall ein Dreifachhubgerüst. Wenn ich einen dicken Zylinder in die Mitte stelle, habe ich eine sehr viel schlechtere Durchsicht durch das Hubgerüst, als wenn ich es mit zwei Zylindern mache, wie hier. Und die beiden Zylinder, man sieht es ja, stehen auch nicht direkt am Profil der Profilstange, sondern sie haben einen kleinen Abstand, weil dann gewinne ich auch wieder ein paar Zentimeter, wo ich gut durchsehen kann. Een ander voordeel zit volgens Stihl in de hybride aandrijving van de RX-70-serie. Harold Gelsen demonstreert het voordeel van een nauwkeurige elektrische aandrijving en het gelijktijdig beschikbare maximale hefvermogen. Ideaal voor het werk op hellingen bij docks en laadbruggen, als er zowel kracht en precisie noodzakelijk zijn. Hoe de nieuwe trucks zich in de praktijk bewegen wordt duidelijk bij Kühne & Nagel, een grote Stihl-klant even ten westen van Hamburg. Ja, also als eerste, mijn naam is Jürgen Tunak. Ik ben hier Niederlassungsleiter in Hamburg-Obergeorgswerda, dem neuen Logistikzentrum von Kühne & Nagel, was in 2009 erbaut worden ist. Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit Stihl zusammen. Das hat sich über die Jahre eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit entwickelt. Die Gerätschaften sind sehr zuverlässig, können von uns optimal eingesetzt werden. Also fasziniert hat uns die Weiterentwicklung der Technik, die Umweltaspekte, aber auch die Leistungsfähigkeit hat uns überzeugt, sodass wir uns dazu entschieden haben, auch diese Gerätschaften einzusetzen. Met de spetterende show voor haar nieuwe RX-70-series in het zware verbrandingssegment heeft Stihl nu bijna haar gehele productrange vernieuwd.
Dit voorjaar worden de landenorganisaties getraind en de klanten verder geïnformeerd. Voor het einde van 2013 verwacht Stiel nog een grote introductie te doen. We houden u op de hoogte. Susanne und Anken, danke an unsere Fahrer Björn, Jonas, Holger, Mondi und Daniel. Unsere Tänzerinnen Andrea, Nadja, Georgia und Sabine. An die Herren des Tundu, Fabian, Tobias, Philipp, Sebastian...